Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy mit mir, der Winkelmann. Und wir machen uns auf nach woanders hin, um dann was anderes zu machen. Und das ist so toll, dass ich euch das jetzt erzählt habe. Wow! Das ist so toll. Also, Mann, als ich das gerade gesagt habe, ja, schöne Sache. Beide haben überlebt. Dann machen wir nochmal Heldmasona. So mit Freeze und Hammer Time. Da kamen wir mal hier ein bisschen. Versierte Kanua. Oh ja. Man ging ja hier oben. So. Wir sind nur so nebenbei in einem Angriffsvorteil. Das ist ja so toll. Könnte ich mich die ganze Zeit drüber unterhalten. Okay. Wir haben hier schön geheilt jetzt so. Dann haben wir hier gesteinigt. Hydra, ein Wesen mit mehreren Köpfen aus der griechischen Mythologie. Ende. Das war auch eine Geschichte, man sieht die mehreren Köpfe. Wie hier die Fratte 5? Ich weiß nicht, wie viel jetzt. Ja, okay, man kann nicht sagen, eine normale Hydra. Ja, es gibt viel eine Hydra in der Mythologie haben kann. Oder so. Ist mir jetzt nicht bekannt. Aber ich schweife ab. Wir finden das Spiel ja alle sehr geil. Also, wieso sich über solche Lappalien unterhalten, wenn man doch auch was anderes machen kann, wie zum Beispiel sich über andere Lappalien unterhalten. Wie zum Beispiel, wieso heißt der Isikrim Isikrim und nicht Roter Wolf? Oder, wieso ist ein Isikrim flieht? Wieso ist der Isikrim geflohen? Hat er Angst um mir? Und wieso flieht der Wolf nicht? Wobei der Wolf ja noch viel schwächer ist als der Isikrim. Ist der Isikrim eine kleine Pussy gewesen? Wieso habe ich Pussy gesagt? Pussy ist ein Wort, das darf man eigentlich nicht sagen, das ist ein böses Wort. Das sind alles Fragen, die man sich stellen könnte, sich aber im Prinzip keiner stellt, weil es total idiotische Fragen sind. Also, entschuldigt mir das. Dieses erneute Abschweifen macht keinen Sinn. Hammer Time. Nee. So, da nicht lang, sondern da hier lang. Und da ist ein Helgigas und da mit beiden Kräften. Und da ist auch schon der One-Hitter. Hugo, diese gebrannte Sau. Und dann geht's jetzt los. In der Lykion. Luftschiff erhalten. Frisch aus der Hölle haben wir ein Luftschiff bekommen. Wunderbar. Dieses Luftschiff werden wir dann nochmal fix benutzen, damit ich euch mal kurz ein paar Sachen zeigen kann. Geht nicht. Verfaulte Erde? Nein. Wald? Nein. Nein. Wasser brauche ich zu versuchen. Direkte Orte? Nein. Normale Wiese, also normale Wiese, ja. Bedeutet, wir können mit diesem Luftschiff überall hinfliegen. Zum Beispiel nach Cornelium und billig zu heilen.
mit unseren 321.000 Chillexen jetzt in diesem Inn. Gott, ich habe keine Ahnung, was ich da gerade von mir gebe. Ist auch nicht so wichtig. Ich weiß jetzt noch gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Das ist halt das Luftschiff. Und mit diesem Luftschiff können wir jetzt auch... So. Hier. In hier. Und hier können wir jetzt überall hin. Das hier sind nämlich noch wichtige Orte. Für uns. Jetzt zunächst. Hier. Ja, auch eigentlich. Eigentlich ist alles wichtig. Aber die nördlichen Inseln, diese hier, sind von besonderer Wichtigkeit, denke ich mal. Sind sie das? Ja, müsste eigentlich. Die Drachenhöhle wird also jetzt demnächst wichtig für uns sein. Doch zuallererst noch mal ganz kurz die Weltkarte. Noch mal ganz kurz gucken. Man sieht, hier kommt man zum Beispiel nur mit dem Luftschiff hin. Und dann halten wir jetzt auch mal hier, um nach Gaia zu gelangen. Na, Kleiner, warte mal da. Willkommen in der Stadt Gaia. Vom Fremden wird unsere Stadt auch als Adlerauge bezeichnet. Südlich von hier gibt es eine Gegend, die man Adlerschwinge nennt. Eine sehr alte Stadt. Soll es dort auch geben? Schon in der Gegend um Adlerschwinge gewesen? Schon in der Gegend um... Ach so, ja klar. Dort spricht man eine völlig fremde Sprache. Okay. Das finde ich ja nun echt total krass. Ihr seid fremd, oder? Wie seid ihr über die Berge gekommen? Seid ihr etwa geflogen? Mein Hals bringt mich gerade rum. Einen Moment. So, schon viel besser. Früher hat man die Fee aus dem Stadtbrunnen öfters mal zu Gesicht bekommen, in letzter Zeit gar nicht mehr. Oh, es tut mir echt leid. Mein Vater fliegt dir immer zu sagen, willst du Mut und Ehre beweisen, musst du ins Westschloss reisen. Ich habe gesehen, wie etwas Leuchtendes am nächtlichen Himmel Richtung Westen flog. Nein, nein, glaube ich, ist es schon wieder. Schnell hier rein. Und uns Sachen kaufen. Die Katzenfalle, die uns echt nichts bringt. Und was haben wir hier? Rubinreif. Brote. Protektröhne. Wenn ich mir hiervon einen kaufe, nämlich für unseren Kariga. Jetzt probiere ich gerade was aus. Rüsten und dann rüstet sich die nämlich den Protektröhne aus. Und der Rubinreif ist trotzdem besser. Also werde ich mir auch 3 Rubinreife kaufen. Autsch, das ist teuer. Rüsten wollte ich. Hier, optimal. Optimal? Jetzt habe ich diesen blöden... Wo ist der denn? Wo ist der... Ach so. Das ist aber interessant. Das heißt, ich muss mir auch noch 3 Protek-Ringe kaufen, um glücklich zu sein. Das ist aber so.
Schön. Das Inn hier kostet, nur mal so, 500 Geld. Das ist eigentlich noch ganz in Ordnung, ist noch nicht zu teuer. Weißmagie, was haben wir denn hier? Vitaga und Guardia, eine Flächen verfügen. Oh, den kaufen wir auf jeden Fall. Können wir beides nicht kaufen, weil wir einen Weißmagier haben und keinen Priester. Eisgar können wir kaufen, aber keinen Stein. Und versteinert deinen Gegner. Aber Eisgar, das ist auch schön. Ja, getan haben wir das jetzt. Und dann können wir uns doch mal hier ein bisschen umsehen. Warte schon mal, der. Der Turm in der Wüste von Janikurm kann von niemandem bestiegen werden. Aus der Ferne soll er aussehen wie eine Luftspiegelung, weswegen man ihn den Turm Mirage nennt. Niemand weiß, ob er tatsächlich existiert. Wahre Geschichte. Auch heute noch erzählt man sich hier von den Himmelmenschen, die die Lüfte beherrschten und hoch über den Wolken ein Schloss errichtet haben sollen. Schön. Oh, eine Hexe. Dieser Besen ist unverbesserlich. Ständig versteckt er sich in der Besenkammer und schwänzt seine Arbeit. Na, was bist du? Bing, bing, bing. Bing, bing, bing. Danke für den Hinweis. Ich gehe auf der Fegen. Stopp. Bann. Blitztod. Instantan vernichtet. Dimensionsriss verschluckt alle Gegner. Stopp die Zeit und lädt die Gegner. Ich hätte gern so einen Schwarz-Magus. Dann könnte ich die ganzen schönen Sachen haben. Ja, so weit sind wir aber noch nicht. Und deswegen, tut mir leid, ist das halt so. Am Kursbund soll Luftwasser quellen, aber nur Feen können dieses Wasser aufbringen. Ja. Wo ist dieser Brunnen? Das ist das, was ich mich jetzt noch frage. So, hatten wir dich? Ja, dich hatten wir schon. Ach, nee. Und du? Es soll einen Wissenschaftler geben, der die Sprache der Luftfeener in Lufenianer erforscht. Wie hieß er doch gleich? Ja, weiß ich nicht, das musst du mir sagen. Oh, ein Pirat! Jo, ich hab die lästige Fee gefangen und der Karawane verkauft. Was dagegen? Ich hab sie gefangen, dann darf ich mit dir auch machen, was ich will. Du blöde Sau. Oh ja, der Kirschtypen. Auch Priester genannt. Bischof. Was der auch darstellen soll. Das hier sieht aber schön aus. Ja. Okay, du. Ja, dann stelle ich mich schon hier rein und sage, das war's heute. Von Let's Play Final Fantasy in der Stadt Gaia haben wir die auch schon mal ein bisschen geguckt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy. Bis dahin. Gehabt euch wohl.